Der Sound einer Harley-Davidson ist unvergleichlich. Das tiefe Blubbern und Dröhnen der Kultmotorräder aus Milwaukee war bereits aus der Ferne zu hören, als sich rund 250 Motorradfahrer zur großen Motorradparade am Edersee aufmachten. Die Ausfahrt lockte hunderte Zaungäste an die Straßen. Sie war Höhepunkt des 16. internationalen Harley-Davidson-Treffens Edersee-Meeting. Mehrere tausend Motorradfans besuchten das viertägige Spektakel. Auf dem Festgelände in Hemfurt bekamen sie unter anderem Live-Musik, sexy Bike-Wash, Bodypainting, Ausstellungen, Table-Dance und Motorrad-Stuntshows geboten. Die Motorradparade führte die Biker von der Gaststätte Zündstoff in Hemfurt ausgehend über die Sperrmauer, wo sich besonders viele Schaulustige versammelt hatten. Keiner wollte sich den Anblick entgehen lassen, wie die edlen Motorräder langsam über die Ederseemauer rollen. Die Motorradfahrer dröhnten entlang der Ederseerandstraße bis nach Niederwerbe. Von dort aus ging es durch Sachsenhausen und Waldeck bis nach Lieschensruh und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Auf ihrer knapp einstündigen Ausfahrt ernteten die Harley-Fahrer viele bewundernde Blicke.